Moin Moin Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom LS22 hier auf der schönen Kalmsten Farm. Ja, schön, dass du wieder mit am Start bist. Hier geht es jetzt weiter in der heutigen Folge. Und zwar seht ihr schon den Marcel Ferguson fleißig am Sehen, denn wir haben in der letzten Folge den Cosplay-Helfer aktiviert. Da gab es leider dann doch ein paar kleinere Probleme, aber die haben wir dann doch irgendwie hinbekommen. Ich muss ja einmal schnell hin, um die Tür zu schließen, sonst macht er da gleich Auge. Genau. Aber wir haben es dann doch hinbekommen, was ich ganz cool finde. Und jetzt geht es hier weiter. Und der Kollege ist hier am Sehen. Ich weiß jetzt nicht, was er genau hier vorhat. Aber wir lassen ihn mal machen. Okay. Somit wird die Wiese jetzt komplett neu angesät. Und zwar direkt auch mit Dünger, ne? Also mit Düngestufe. Die Frage ist natürlich, wir können jetzt eigentlich nochmal schnell die letzten Steine wegsammeln, ne? Das könnten wir eigentlich wirklich nochmal eben machen. Dann mache ich jetzt mal wieder die Pforte auf und fahre nämlich mit dem Klaas da schnell nochmal rein. Okay. Und dann sammeln wir die da auch nochmal weg. So, zack. Tür wieder zumachen am besten, damit er da gleich keine Probleme kriegt. Genau, und wie immer gilt natürlich, wenn es dir gefällt, lass mir liebend gern natürlich auch hier wieder ein Däumchen da. Wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Checkt natürlich auch liebend gern die Videobeschreibung ab. Gerade wenn ihr euch beispielsweise den LS22 DLCs oder andere Games kaufen wollt, dann nutzt gerne den Link von Giants für ein LS. Und für alles weitere wie andere Games, Simulatoren, Spiele etc. Vielleicht auch PlayStation-Cards oder Mitgliedschaften, was auch immer. Dafür könnt ihr gerne meinen Instant-Gaming-Link benutzen. Wäre auf jeden Fall ziemlich cool, damit würdet ihr mich auch sehr unterstützen. Und natürlich sehen die Entwickler gerade bei Giants dann natürlich auch, wenn ihr von mir kommt. Und es wäre halt cool, wenn ihr euch die Links einfach in die irgendwie abspeichert, damit ihr die dann halt nutzen könnt, wenn ihr sie braucht. Um halt auch zu zeigen, dass wir halt eine aktive Community sind. Ne? Auch dadurch ergeben sich wieder neue Chancen. Das wäre halt ziemlich cool. Ne? So viel mal dazu. So, hier ist fette Action auf dem Feld. Guckt euch das mal an hier. Parallelbetrieb. Hashtag Parallelbetrieb. Junge. Wir müssen jetzt nur ein bisschen Gas geben, damit wir vor dem Kollegen mit dem Saatgut unterwegs sind. Damit wir hier die Steine wegbekommen. Mal gucken. Ich denke, jetzt müsst ihr eigentlich gleich auf- und abfahren wie der andere. Und dann haben wir ein bisschen mehr Zeit eventuell. Mal gucken. Mal gucken. Dann müssen wir natürlich auch gleich nochmal die Walze wiederholen. Ich weiß gar nicht, haben wir die überhaupt noch? Irgendwo müsste die noch sein, glaube ich. Damit wir auch die Saat wieder einpressen quasi. Boah, und dann bin ich mal gespannt, was wir als nächstes denn, was uns dann erwartet. Aber ich denke, es wird wohl oder übel nochmal darauf hinauslaufen, Gras zu mähen. Könnte ich mir vorstellen. Könnte ich mir wirklich vorstellen. Dann werde ich aber für den Winter über die ganzen Gerätschaften, die wir gemietet haben, zurückgeben, dass wir über den Winter nicht das Problem haben, dass wir dafür Miete bezahlen müssen. Wisst ihr, wie ich meine? So Five-Head-Move. Einfach zurückgeben, im kommenden Jahr dann wieder alles entweder neu mieten oder gar, wenn wir die Chance haben, zu kaufen, dann haben wir nämlich gar kein Problem mehr. So, wisst ihr, wie ich meine? Ich
glaube, das wäre unter anderem die richtig cleverste Lösung. Ja. Also das ist auf jeden Fall die Idee, die ich habe, ne? Also ich meine, einfach zu verkaufen oder zurückzugeben, damit wir keine unnötige Miete zahlen müssen, um dann neu zu kaufen oder neu zu mieten, wenn wir es dann wieder wirklich, wirklich brauchen. Denn ich sag euch, das Geld müssen wir uns aktuell sparen, denn wie ihr ja mitbekommen habt, sind ja auch die Benzinpreise gestiegen. Und ja, irgendwie müssen wir ja auch mit den Treckern übers Feld fahren können, ne? Sonst wird das nichts. So. Und der fährt jetzt nur rum, oder was? Da hat er gleich die Ecke, die ich noch wegnehmen wollte. Naja, egal. Bisschen was ist noch da, das werde ich mir dann noch nehmen. Ah ne, die Steine bleiben sogar, wenn er da drüber sieht, ne? Sehe ich gerade. Ja, perfekt. Perfekt. Dann holen wir uns die nochmal. Ah! Lass mich hier kurz einmal durch. Danke. So. Also eine volle Portion werden wir hier auf jeden Fall noch rausbekommen. Das ist auch cool. Dann haben wir auf jeden Fall dann wieder auch ein bisschen Kalk am Start. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Genau, dann haben wir da auch Kalk wieder. Das ist auch prima, ey. Das läuft doch hier, Freunde. Das läuft und läuft und läuft. Achso, da kann ich jetzt nicht sammeln, hä? Na gut, dann werden sie halt reingedrückt in den Boden. Das ist mir dann auch egal. Warum kann ich die denn jetzt da nicht aufsammeln? Das verstehe ich nicht. Naja, egal. Dann lassen wir das. Dann lassen wir das. Dann haben wir jetzt die wir haben, haben wir. Und alles andere regelt sich dann. So, ich mache nochmal eben die Türe wieder auf. Okay. So, der geht ja relativ fix hier, weil der hat ja eine gute Arbeitsbreite. Dann sollte der das ja hier noch schaffen. Na, bleibe ich doch safe wieder hängen, oder? Ach man. Das ist ja auch alles ein bisschen eng, ne? Ich glaube, hier muss ich nochmal eine kleine Extra-Runde drehen. Ich überlege ja tatsächlich gerade. Ah nee, ich glaube, das können wir vergessen. Ich dachte gerade, eventuell können wir uns Schweine noch holen. Aber. Oh, hier ist ein Tor jetzt reingekommen. Hä? Nee, das war doch schon die ganze Zeit da, oder? Oder war das beim letzten Mal von der Seite? Ich weiß es nicht mehr. Aber hier haben wir auch fast eine Palette. Okay. Aber ich glaube, Schweine brauchen noch sowas wie Zuckerrüben oder so ein Kram, ne? Meine ich. Ich habe noch nie Schweine richtig im LS gehalten. Also so Schafe sind ja echt super pflegeleicht. Also bis auf Gras und eventuell Wasser. Beziehungsweise und Wasser brauchen die Schafe ja gar nichts. Die, dann Kühe. Kühe brauchen, klar, den ganzen Extra wie Mischration und den ganzen Kram okay. So haben wir ja auch. Ist auch in Ordnung. Und dann haben wir noch, gut, Pferde. Pferde bin ich jetzt nicht so der Freund von, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich sehe jetzt so LS-technisch da auch nicht so den Sinn, würde ich jetzt behaupten, drin. Klar, jetzt mit Pflegen und Ausreiten, damit die mehr bringen und so. Okay, ja. Cool. Aber schockt mich jetzt nicht so, wisst ihr, wie ich meine? So. Das haben wir. Huch.
vorwärts fahren, bitte. Danke. Dann haben wir das. Da ist noch ein voller Anhänger. So, wir haben doch noch eine Walze, oder bin ich falsch? Nee, wir haben gar keine Walze, oder was? Gemietete Geräte? Gekaufte Geräte. Alter, wir haben uns schon echt heftig viel gekauft, ne? Ja, das Mähwerk. Die Ballenpresse ist auch nicht gedingstet, gekauft. Okay, dann besorge ich nochmal eine Walze. 41k, die miete ich aber nur für zwei. So, dann stellen wir den mal eben ein. Der kann dann zum Fahrzeughändler fahren. So, das ist doch schon mal gut. So, hier haben wir eine Palette. Auch gut. Der ist ja auch gleich fertig hier. Guck mal. Zack. Fertig. Bam, 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 bam. Unkraut, ne? Hier ist schon wieder echt Unkraut, oder was? Ich laufe da mal schnell hin. Muss gewalzt werden. Aber hier ist... Ja, das ist noch altes Unkraut, was wir bekämpft haben. Ja. Okay. Oh, was können wir denn anpflanzen? Können wir echt gar nichts mehr. Ne? Wir könnten... Nein, wir können echt nichts mehr. Geil wäre halt, wenn wir Weizen noch ansehen könnten. Weizen oder Gerste, das wäre tipptopp. Das wäre wirklich tipptopp. Im Februar können wir Baumwolle, will ich aber nicht. Das heißt, wir können erst im März wieder durchstarten mit Hafer, Sonnenblumen, Kartoffeln, Zucker, Rüben. Boah. Okay. Okay. Okay, okay, okay. So, dann lassen wir den gleich wieder zurückfahren. So, warte mal. Ich bin schneller. Ich will nämlich einmal hier noch unsere Felder gucken. Feld 7 gehört uns ja nicht, ne? Nee, Feld 7 gehört uns nicht, aber hier gleich Feld 10. Das ist noch nicht erntereif, ne? Benötigt Kalk. Kann ich da jetzt noch Kalk drüber ballern? Eigentlich doch nicht, oder? Eigentlich nicht. Oh, moin, Meister. Wohin des Weges? Warte mal, wir machen mal hier Kontrollposten. Einfach mal einen Kontrollposten starten. Ups. So. Hallo, schöner Schmetterling. Geil. Einfach geil. So. Ja. Das ist echt ein bisschen Dingenskirchen, ne? Also viel zu tun. Ist halt aktuell einfach nicht. Einfach nicht. Haben wir schon 100 Hühner? 40 Schafe und 30 Kühe.
Warte mal, ich will einmal ganz kurz nochmal was gucken. Und zwar hier. Wir haben ja jetzt diese hier, ne? Diese Art wird in der Milchviehhaltung eingesetzt und produziert Milch. Und die hier? Diese Art wird in der produziert Milch. Kühe mögen Gras, Heu. Ja. Bam. Was sind das hier für welche? Achso, was habe ich jetzt gekauft? Alter 0. Das sind ganz junge, ne? Deswegen sind die... Oh, die sind teurer. Davon kann ich mir nicht so viele leisten. Nehme ich mal nur 5 von. So, dann haben wir nämlich noch ein paar neue Kühe. Dann haben wir nämlich noch ein paar neue Kühe auf dem Hof hier. Wo seid ihr denn? Jetzt haben wir hier ein bisschen Mixed-Kühe. Gemixte Kühe. Oh, das Tor muss ich auch mal zumachen. Nicht, dass mir die abhauen hier. Und die beiden Ballen muss ich auch noch mal wegholen. Und das hier muss ich auch noch mal wegholen. Eieieiei, Freunde. Eieieiei. Also wir müssen, glaube ich, ein bisschen... Wir müssen, glaube ich, ein bisschen aufräumen. Befürchte ich. Wir müssen wirklich noch ein bisschen aufräumen. Aber was mich wundert ist, dass wir hier noch nicht mal mehr reinknallen müssen, ne? Oh, guck mal, 66 geschlechtreif, 11%, 77. Oh, vielleicht kriegen wir da ja noch mal ein paar neue Kühe. Und 3600 Liter Milch haben wir schon und 10.000 Gülle. Das ist schon mal gut. Sehr schön. Ja, gut, Freunde, würde ich sagen, haben wir es für diese Folge geschafft. Und wenn es dir gefallen hat, mache ich mal die Türe auf, damit der Kollege da rein kann. Aber wenn es dir gefallen hat, lass mir doch liebend gerne ein Däumchen da. Würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Der macht jetzt hier noch fertig. Den nutzen wir auch gleich nochmal. Und ja, ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank für eure Unterstützung auch mal gesagt. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein. Macht es gut. Und wir sehen uns hoffentlich auch in der nächsten Folge wieder. Wenn du neu am Start bist, natürlich auch gerne ein kostenloses... Okay, Abo dalassen. Würde mich auf jeden Fall auch sehr freuen. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein. Macht es gut. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Bauer. Ciao, ciao.